Vorführung. Achterbahn, das sieht man. Was sind wir denn? Wir sind alte Weiber in der Achterbahn. Super. Und was habt ihr heute noch alles vor? Oh, noch viel. Wir gehen auf jeden Fall den ganzen Zug mit und danach noch nach Boston die ganze Nacht. Na, mal sehen, wie lang es wird. Was ist denn das Besondere an Altweiber? Oh, wir waren unter Frauen. Bitte? Man ist nur unter Frauen. Und das ist gut? Ja. Das ist super. Einmal ohne Männer, super. Die waren zwar ganz schlecht gelaunt heute Morgen, die Männer, aber das ist eben so. Heute ist unser Tag. Viel Spaß. Tschüss. Ganz genau. Altweiber haben es die Frauen in der Hand. Los ging es schon am frühen Morgen. Nicht wenige, die schon um 6 Uhr raus aus den Betten, rein ins Kostüm gesprungen sind. Sonst waren wir gut frühstücken, haben eine gute Unterlage mit Ei und Speck und Brötchen. Das haut hin. Und Schnäpschen. Wie lange wird es denn heute hier gehen? Oh. Oh. 10 Uhr, 11 Uhr. Ja, in den Abend rein. Abend. In den Abend rein, ja. Ja. Und wo sind die Männer? Arbeiten. Von wegen. Der eine oder andere Mann ließ sich das Spektakel nicht nehmen. Lass mich heute Nacht, lass mich heute Nacht, dann Knutschbär sein. Also Knutschbär, deshalb sind Sie heute rausgegangen, weil eigentlich dürfen Männer ja nicht nach draußen heute, oder? Doch, Männer sollen heute raus, damit sie sich die ganzen alten Weiber anschauen dürfen. Anschauen und vor allem zuhören mussten die Männer. Am Klon wurden ihnen traditionsgemäß ordentlich die Leviten gelesen. Auch diesmal muss ich euch erzählen, womit wir Frauen uns täglich umquälen. Im Juni fing das Elend an. Die Fußball-Weltmeisterschaft, Jahrestop-Eck für meinen Mann. Gestriegelt ohne Verdruss, ganz in Belgisch-Farben den roten Teufel zum Gruß. Ein Trikot der roten Teufel für den Klon und das Altweiberkomitee nahm Marie-Josée die Zweite im Vorstand auf. Marie-Josée die Zweite? Ja, wir haben schon eine Marie-Josée und dann bin ich die Zweite. Ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Eupens Frauen sind in besten Händen. Eupe! Eupe! Eupe Kettenis! Schulkinder am Straßenrand, bunte Kostüme, Jäcke, Geschichten und gute Laune pur bei strahlendem Sonnenschein. Schöner konnte es kaum sein. Am Rathaus dann wurden die Stadtväter nicht nur verschaukelt, nein, sie nahmen sich auch selbst auf die Schippe und machten aus dem Kombibad das Kommt-nie-Bad. Das war ganz im Sinne der alten Weiber. Die verstehen sich selbst auf den Arm zu nehmen, das finden wir immer ganz toll. Und aus diesem Grund haben wir natürlich dieses Thema Kombibad auch unter anderem aufgenommen, zu den allen Themen, die da wirklich aktuell sind und die wir eben wichtig finden, hier oben zu erwähnen. Und das macht natürlich ganz toll viel Spaß. Ja, ganz richtig. Es war einfach super!